Hi, hi, da bin ich wieder. Ich habe hier meine wunderschönen Gargoyles in wunderschönen Verpackungen und ja, sich zu entscheiden, welchen Gargoyle man als nächstes auspackt, ist echt schwer. Wobei ich habe jetzt mit Xanatos in seiner Rüstung angefangen und als nächstes würde ich dann Angela hier auspacken. Würde ich sagen, also es ist echt ein Traum. Die Gargoyles sind mega cool. Sind wunderschön gelungen, bis auf die Flügel, die halt so steif sind. Einfach unpraktisch. Aber ansonsten und auch sehr, 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 sehr dünn vom Plastik. So empfinde ich das jedenfalls. Warte, vielleicht können wir das hier hinstellen. Wunderschönen Gargoyle. Ja, okay. So, heute geht es um Angela, die Tochter von Goliath und Demona. Und da haben wir. Also ich hätte nicht gedacht, dass die auch als Figur rauskommt, aber ich finde es mega cool. Und ich habe auch schon online gesehen, dass noch der ein oder andere Charakter auch rauskommt, der jetzt hier noch oder meistens unten noch nicht zu sehen ist, noch nicht abgebildet ist. Finde ich aber mega cool. Klar, die Figuren sind sehr teuer, man musste sich hierher importieren lassen. Ich habe das bei Big Bad Toy Store gemacht, weil die dort sehr günstig sind. Und wenn man mit jemandem zusammen bestellt, sich den Versand auch noch teilt, dann ja, ist das schon eine coole Sache. So, dann hier wunderschönes Artwork. Also wirklich sehr schöne Verpackung. Ich muss sagen, bei den Verpackungen habe ich echt überlegt. Ich habe die ja flach gemacht, also hier Tesafilmchen raus und dünn gemacht, dass man die schön transportieren, also transportieren, verstauen kann. Eventuell auch transportieren. und ich habe mir echt gedacht, komm, die baust du wieder zusammen. Und stellst sie dir so schön ins Regal, weil die echt mega hübsch sind. Also von allen Ecken und Kanten ist das echt eine wunderschöne Verpackung jeweils und fühlt sich auch gut an. Und dann machst du die auf und hast noch ein wunderschönes Bild hier. Sehr schön. So, wir haben jetzt hier die Angela mit einem Ei und dem Baby. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war ja, die Gargoyles wurden ja verraten und Gargoyles Eier wurden aber in Sicherheit gebracht. Und ich meine, dass es eins davon ist, weil ich glaube nicht, dass. Sorry, meine Stimme ist heute nicht da. Aber ich will trotzdem die Figur auspacken. Aber ich könnte es auch mal stumm versuchen. Was wollte ich sagen? Genau. Weil ich glaube nicht, dass die Angela ein Baby hat. Also, ich habe die Folgen auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass es sie auf Disney Plus zu sehen gibt. Ich würde mir sie irgendwann mal wieder ansehen. Wobei der Ton ist echt. Ja, fragwürdig, also ist nicht ganz so gut. Ich hoffe, dass das irgendwann mal neu verfilmt, nicht verfilmt, aber die Tonspur vielleicht erneuert wird mit der ganzen Technologie. Vielleicht geht das irgendwie. Ja, wunderschöne Verpackung, wunderschöne Figur. So, jetzt können wir die hinstellen. Heute mein Hals. Ich habe keinen so guten Zeitpunkt ausgesucht. Sieht schon putzig aus, aber auch ein bisschen schräg. So, da haben wir sie. Die Flügel, die Gargoyles-Flügel, die ich nicht so gerne mag. Also optisch finde ich sie einfach hervorragend. Aber ich finde, das Material der Flügel ist sehr dünn, zu dünn, meiner Meinung nach. Und die hier, ich habe Angst, dass es die Spitzen. Also ich sage euch, wenn ich jetzt so machen würde, ja, hier so bricht es einfach. Das ist echt. Hier sind sie stabil, aber die Spitzen sind echt ab hier sehr dünn. Wobei die hier sind ein bisschen stabiler jetzt als die anderen, meine ich. Also wunderschöne Strukturen so. Wunderschöne Bemalung, wunderschön von den Farben her. Aber was gar nicht geht, ist halt wirklich, die sind auch sehr steif. Und es wäre schön, wenn diese aus Gummi wären oder du sie ein bisschen biegen könntest oder diese, wie bei Xanatos, zusammenfalten könntest irgendwie. Und das wäre schon eine gute Sache, aber ist hier nicht der Fall. Es gibt halt dafür ein paar Gargoyles Flügel nochmal aus Gummi wie bei Goliath. Die waren bei Bronze dabei. Ich dachte, dass hier auch Flügel dabei wären, aber die scheinen wohl woanders zu sein oder bei einer anderen Figur. Wobei ich nicht weiß, ob jeder nochmal schöne Gummiflügel bekommt. Das spiegelt auch so extrem hier. Hier mal. Oh ja, hier sind sogar zwei. Okay, cool. Naja, sie werden wir dann demnächst sehen.
Wobei, vielleicht sind sie auch nur für ihn. Ja, gut, schauen wir mal, weil das wäre schon cool. Also, wie gesagt, an sich sehen die ja gut aus. Sind cool, aber die sind halt erstens Plastik, dünnes Plastik und zweitens sehr steif. Es gibt viele bestimmt, die sagen, oh, stört mich nicht, finde ich super cool, ich stelle sie mir irgendwo hin und es passt. Ich habe jetzt noch keinen idealen Platz gefunden, vor allem, wenn ich so überlege, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück habe ich mittlerweile. Das nimmt halt viel Platz, wenn man ein Regal so über der Couch hat. Das länglich und schmal ist, geht das schon. Beim Schwanz finde ich es cool, der ist aus Gummi und der ist formbar. Das finde ich ganz cool. Das ist schön. Sehr schön gemacht. Was ich ein bisschen, also ich weiß, es kommt schon immer öfters mal jetzt vor bei Figuren, dass man nicht den ganzen Kopf, sondern das Gesicht austauscht. Aber ich finde das, ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Freund davon. Ich kann es euch nicht erklären. Ich finde es irgendwie, es ist zwar leichter, also es geht schneller. Aber ich finde den ganzen Kopf austauschen irgendwie, da bin ich wohl ein bisschen altmodisch geblieben, finde ich irgendwie besser als nur das Gesicht auszutauschen. Ja, weiß auch nicht. Vielleicht ist es eine Gewöhnungssache. Bei der 10. Figur irgendwann gewöhne ich mich dran und denke mir, ja, ist doch ganz normal, wir tauschen heutzutage noch den Kopf aus oder so. So, dann würde ich vielleicht mal ganz kurz vorspulen, denn hier sind, also, wobei ich kann es mal kurz zeigen, jetzt wird es ein bisschen laut, denn ja, bei den Figuren gibt es doch ganz schön viele Punkte, wo ich ein bisschen knistern muss, rausquetschen und drücken. Schauen wir mal, ich hoffe, dass das Ei auch wirklich aufgeht und dass das Baby da auch wieder irgendwie reinpasst. Wäre schon ganz lustig. So, dann fangen wir an. So, wir haben jetzt hier alles. Und zwar haben wir hier zwei Fäusten, die sind sehr rau, die fühlen sich ganz gut an. Zwei kleine Fäuste, damit sie auch mal zuhauen kann. Dann haben wir hier zwei Hände, ja, wo sie schon was in die Hand nehmen kann. Also sind schon so geformt. Ich meine, auch sie wird mal eine Waffe aufheben oder mal ein Buch in die Hand nehmen oder was weiß ich, was so an Zubehör halt auch bei den Gargoyles halt dabei ist. Dann die Hände, die halt offen sind. Da ist wirklich schon vielleicht ein Angriff, aber du kannst sie nicht in die Hand nehmen. So, dann wollen wir mal, womit fangen wir an? Vielleicht mit dem Ei. Das Ei ist hier, ich glaube, Plastik, aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen gummihaft irgendwie drüber an. Es fühlt sich ganz gut an. Vom Gewicht, ja, es ist nicht so super schwer, ist aber auch nicht zu leicht, dass du denkst, du hast da kaum was in der Hand. Und hat eine schöne Struktur hier, dass das Ei auch zerbrochen ist und es geht tatsächlich auf. Finde ich schön. Finde ich super, dass man das öffnen kann. So, dann zum kleinen Baby. Sieht ein bisschen weiblich aus. Ich finde orange. Oh, cool. Du kannst die kleinen Flügel bewegen. Guck. Zack. Ha! Die Flügel kann man wie bei den Großen in alle Richtungen bewegen. Huch. Kannst so nach hinten. Das finde ich super, muss ich sagen. Auch das Schwänzchen kannst du bewegen. Das finde ich ganz cool. Kannst die Hände bewegen. Kannst den Kopf bewegen. Die Haare sind sehr spitz. Kannst die Beine bewegen. Ach cool, das finde ich richtig toll. Ich muss sagen, die kleine Figur, so klein wie der, die Gargold auch ist, super Bewegungspunkte. Sieht schon richtig cool aus. Ja, finde ich sehr gut. Und die Flügel hier, die sind so ein bisschen gummihaft. Und so wollte ich es gerne bei denen haben. Die sind so ein bisschen gummihaft. Das finde ich cool. Aber dieses einfach steife Plastik hier gefällt mir nicht so gut. Das finde ich perfekt, muss ich sagen. Das finde ich perfekt. Die sind so ein kleines bisschen gummihafter. Finde ich richtig cool. Ja, da haben wir das kleine Baby, das super beweglich ist und Flügel beweglich, Kopf beweglich. Ups. Hände beweglich. Finde ich super. Ja, muss ich sagen. Finde ich richtig klasse. Mal gucken, ob es jetzt auch ins Ei passt. Könnte. Könnte reinpassen, aber ich befürchte tatsächlich, dass es doch nicht passt. Ja, so. So passt das. Ja, gut. Soll auch symbolisch eher so sein, wahrscheinlich, dass das da aus dem Ei geschlüpft ist. Und wenn es so steht,
Vielleicht so irgendwie. Bin draußen. Ja, keine Ahnung. Aber finde ich ganz nett gemacht. Ich finde es auch cool, dass das Ei auch dabei ist. Und ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, wenn ein paar Eier waren, weil es sind ja ein paar Eier gerettet worden, ein paar Gargoyles-Eier. Und wäre nicht schlecht gewesen. Aber gut, das ist schon eine coole Sache. So, dann haben wir zwei Gesichter zum Austauschen. Einmal ganz freundlich und nett und einmal in Angriffsposition. So wie man das von den Gargoyles halt auch kennt. Man kann halt hier die Gesichter austauschen. So, was ganz wichtig ist, ihr Schwänzchen. Ich finde, ich fand es auch immer schlimm, wenn du als Kind bei deinem Gargoyle den Schwanz oder eins der Flügel verloren hast. Das war eine Katastrophe. Es war schon kein vollständiger Gargoyle irgendwie, weil das macht ja irgendwie auch aus. So, das ist schnell gemacht. Dann schauen wir sie uns mal an. Also, Schwanz ist ja beweglich, der Kopf ist beweglich. Das ist ganz cool. Hier die langen Haare. Auch bei der Struktur, du fühlst so, ist mal was anderes. Hier ist glatt, hier ist wieder ein bisschen Struktur drin. Finde ich super. So abwechslungsreich. Hier, also wie gesagt, der Kopf ist beweglich. Die Hände. Hier ist ein Kugelgelenk. Hier ist ein Oberarmgelenk. Doppelte Ellenbogengelenke, die ich ja so sehr liebe. Und auch hier schön mit der Zacke schön das Gelenk abgedeckt. Die Hand ist beweglich, aber super spitz, ey. Also die sind überall so mega spitz. Und du siehst irgendwie die Hand nimmst du, so kleine Kinder, die damit spielen, die sind halt, das ist halt super, ja, beweglich. So, dann hier Oberkörper beweglich. Der Gürtel ist auch wieder so ein bisschen aus Gummi, ist aber hier fest, finde ich auch gut, sonst wandert es immer so. Die Schnalle hier ist auch ein bisschen so gummihaft, hat ein bisschen Spielraum. Das Kleidungsstück ist hier gummihaft. Hier hinten auch, passt sich aber alles gut an. Finde ich halt super, dass es nicht so steif ist, so fest ist, dass es ein bisschen Bewegung, ein bisschen Leben in der ganzen Sache hat. Dann Spagat, soweit es geht. Hoia! Damit sie auch springen kann. Ihr wisst ja, Gargoyles fliegen nicht, sie gleiten. Fast wie Batman. Dann hier doppelte Kniegelenke. Dann im Fuß noch Gelenk, ja gleich. Dann hier noch ein Gelenk. Also das sind schon echt viele Gelenke und vor allem auch ausreichende Gelenke. Und was ich super finde, ganz wichtig für mich, die sind fest, die Gelenke. Die sind einfach fest. Und also hier sogar so fest, dass ich nicht mal richtig biegen. Das finde ich wichtig. Du kriegst eine neue Figur und du willst stabile, feste Gelenke haben. Und sie steht auch, aber gut, das ist auch diesen großen Füßen geschuldet hier. Ups. Also ja, Riesenfüße. Aber gut, die Gargoyles haben halt so große Füße. Und damit stehen sie halt auch super. So, und jetzt kommen die Flügel. Die packen wir jetzt dran. Also so könnte man sich noch die ganzen Gargoyles ins Regal stellen. Das wäre kein Problem. Aber wenn jetzt diese Riesenflügel hier kommen, und zwar von jedem Gargoyle, und Angela ist jetzt ein bisschen kleiner und schmaler als der Rest. Ja, schade, dass man die nicht so hier ein bisschen einbiegen kann. Das hätte ich so cool gefunden. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Neka sagt, hey kommt, wir packen jetzt für alle Gargoyles nochmal Flügel, die aus Gummis sind. Flügel, die halt ja elastisch dehnbar sind, so dass man die Figuren auch richtig cool ins Regal stellen kann. Aber es gibt ja auch, vielleicht kriegen das doch Kinder mal die Gargoyles in die Hand zum Spielen. Und dann ist das schon sehr unpraktisch, wenn du so mit der Figur dann rumrennst. Und ja, die Figuren sind wahrscheinlich eher auf uns Sammler hier irgendwie ausgerichtet. Aber ja, trotzdem hätte ich es schöner gefunden, wenn sie auch klappbar sind oder austauschbar oder sonstiges, weil sonst hast du die Figur immer in ausklappbaren Flügeln, als wenn sie gerade losgleiten, fliegen wollen würde. Und das ist halt schon ein bisschen schade, finde ich. Also das ist irgendwie nicht ganz so gut durchdacht. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung. Hat mich auch nicht vom Kauf abgehalten, weil ich die trotzdem geil finde. Die Gargoyles an sich. Also hätte mich auch jetzt nicht umgestimmt, weil die einfach mega cool sind. Aber ich wünsche mir es halt, dass da noch Flügel kommen. Und wie gesagt, es kann ja sein, dass bei den anderen, das habe ich jetzt hier nicht gesehen bei den anderen, weil wenn du hinten, sieht man ja nicht einfach, manchmal ist ja hinten ist ganze Zubehör abgebildet, aber hier ist es nicht der Fall. Da musst du halt durchs kleine Fensterchen schauen und gucken, ob du da was erkennst. Jetzt bei dem starken Licht sehe ich das jetzt nicht so, aber wir werden das beim Auspacken sehen. So, jetzt tauschen wir mal das Gesicht aus. Ist alles so spitz, sage ich euch hier überall. So sieht es dann aus. Ja, ihr versteht, warum ich jetzt nicht so der Freund davon bin. Gruselig, vor allem wenn du das Gesicht verlierst. Klar, du hast jetzt hier zwei, aber solltest du das Gesicht verlieren,
dann hast du schon eine unvollständige Figur, dann ist das schon vorbei. Ja, also wie gesagt, es geht schneller, es geht einfacher. Hoffentlich wird das mal nicht locker, sonst fällt das Gesicht immer so raus. Das wäre ärgerlich, aber es scheint sehr fest zu sein. Trotzdem bin ich mehr der Freund von ganzen Köpfen austauschen. So, das ist ihr Gesicht. Uah, da greift sie an. Richtig cool. Ach, wieder alles so spitz. So, jetzt tauschen wir das Gesicht aber wieder zurück, weil so stehen sie bei mir über der Couch halt jetzt im Moment noch alle. Da können sie nämlich mit ihren ganzen großen, prächtigen Flügeln halt auch stehen. Das ist schon genial. Also, da wird ja noch einiges in den Gargos kommen. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe zwar keinen Platz mehr, das Limit ist schon längst erreicht, aber was soll ich sagen? Am besten, ich sage da so gar nichts, denn wie kann man denn da nur widerstehen? Wie kann man denn bei so mega coolen Figuren widerstehen? Nika weiß schon, wie sie es machen, ne? So, und da haben wir sie. Jetzt brauchen wir noch eine Burg. Ich baue ja gerade die Kanalisation. Deswegen habe ich jetzt keine Zeit, noch die Burg von den Gargoyles zu bauen. Aber ganz ehrlich, so ein Abschnitt, so als Diorama, wenn die Kanalisation fertig ist, bin ich gar nicht so abgeneigt. Es sei denn, Neka kommt wieder und ist schneller. Wobei, wenn das preislich genauso wie die Kanalisation ist und wir wieder bei 400-500 sind, dann tendiere ich doch, es selber zu bauen. Figuren kann ich nicht selber bauen, aber Dioramas und irgendwo muss man ja auch ein bisschen einsparen. Und man muss ja nicht immer alles haben. Aber die Gargoyles, die will ich schon haben. Vielleicht nicht alle. Wobei, habe ich jetzt schon alle? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist der Versteinerte. Ich weiß gar nicht, wer noch fehlt, ehrlich gesagt. Also die ich unbedingt haben wollte und die Hauptfiguren habe ich. Weil die einfach genial sind. Also ich kann es nicht anders sagen. Das ist echt. Auf den kleinen Lexington freue ich mich, wenn der kommt. So, da habe ich nämlich auch ein Motorrad. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, dass Neka dann irgendwann sagt, hey, wir holen die Fahrzeuge raus. Dann wird es gefährlich, weil was sind das für Riesendinger? Und der Platz ist ja nicht mehr da. Ob ich da noch widerstehen kann, ist die andere Sache. Aber so ein Motorrad von meinen Raffi, also von den Turtles, habe ich noch. Und der Lexington kann die sich da auch draufsetzen. Das passt schon. Mega cool. Finde ich richtig toll. Ja, ich würde sagen, da machen wir ratzfatz weiter mit den nächsten Gargoyles, damit die alle mal ausgepackt sind. Und ja, ich bin echt gespannt, ob ich noch Flügel irgendwo drin finde. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.